Und weil es so schön war, geht's gleich weiter mit Kingdom Hearts. Ein weiterer wunderschöner Part im letzten Part ist der Dreizack gestohlen worden von der Ursula. So, und den müssen wir jetzt wiederholen. Ariel hat gesagt, sie beleidigt uns, aber gut. Oh, da sehen wir schon, kommt ein neuer Gegner, der Feinde transportiert und der selber auch austeilen kann. Hat natürlich Ursula geschickt. Was heißt Ursula geschickt? Ach nee. Ursula kann ja. Kann die schon kontrollieren, die? Nee, Moment. Erst wenn, das Schlüsselloch gefunden wurde von diesen. Von den Bösen, dann können die auch die Herzlosen kontrollieren. Aber sie scheinen irgendwie trotzdem aus Ursulas Grotte zu kommen. Na, ist ja klar, böses Herz und so. Ach, wisst ihr was, mit dem müssen wir uns eigentlich gar nicht aufhalten. Rauben uns nur Zeit und ja. Ich würde die Zeit doch gern investieren gegen den Kampf gegen Ursula. Mich also nicht so beschäftigen mit diesen ganzen. Ja, ich sag's mal, schwachen Gegnern, weil die sind ja weit unter meinem Level. Und ich möchte die Zeit investieren, um halt, ja. Den Fight zu bestreiten gegen den Boss. Gegen den Boss, gegen den Boss, gegen den Boss. Das heißt, wir müssen unseren Delfinenfreund nochmal aufsuchen und uns nochmal festhalten dort. Der hier irgendwo rumschwirrt. Na, jetzt müssen wir doch ein bisschen hier mit euch die Zeit verschwenden. Bam, bam, ihr habt keine Chance. Ja, explodiert. Ich habe ihn gerade schon gesehen. Er ist hier lang geschwommen. Da hinten ist er. Gleich auf Anhieb. So gefällt mir das. So, jetzt sind wir beim Wrack, wo wir den Schatz gefunden haben. Sharky will ich nicht unbedingt begegnen. Mal kurz gucken, wo ist Ursulas Höhle, obwohl hat Sharky gerade gefunden. Sollte ich auch etwas anderes tun? Was heißt, dafür ist keine Zeit, wir müssen da rein. Ach, ja, wir brauchen Ariel dafür. Ach, tolle Wurst. Das hab ich jetzt gar nicht mit einberechnet. Was ist das hier eigentlich? Ach, Moment. Ich glaube, wir können uns hier schon... Oder wir können ja auch gleich schon abkürzen. Ah, oh, super, wir können abkürzen, glaube ich. Und können wir gucken, was in der Truhe drin ist. Oder, ach so, war bloß. Orichalkon. Ah, nicht schlecht. Das ist ein sehr, sehr seltenes.
Ecke. Das ist ein sehr, sehr seltenes Material. Rekalkum. Jetzt bin ich einmal im Kreis geschwommen. Eigentlich bringt das hier gerade kaum was, im Kreis zu schwimmen. Ach ja, hallo. Ich gehe nicht auf die Pelle. Fisch. Jetzt mache ich Fischstäbchen aus dir. Ach, jetzt sind die lustigen Geister auch hier. Also Atlantica ist schon wunderschön, wenn man das jetzt so hier betrachtet. Übrigens, habt ihr gewusst, dass von Ariel der Film eigentlich nur die ältere Version wirklich sehenswert ist? Die neuere Version kann man sich nicht wirklich mit anfreunden. Ich habe mir mal Proben angehört und ich muss sagen, ich unterschreibe das gerne. Die neuere Version ist wirklich nicht gerade die beste. Also ich bin auch ein Freund der Älteren. Tja. Ich gehöre auch zur älteren Generation. Also Baujahr 85. Deswegen auch das Fucky Line 85 dran. Nee, ich wollte damals eigentlich Fucky Line drin schreiben, aber... Da hat YouTube gesagt, nein. Da muss ich mal was. Hallo. Ich auf den Sack. Da muss ich mal was überlegen und habe ich gesagt, ja gut, schreibt einfach nur 85 ran. Und so ist das halt dann entstanden. Ja, ihr könnt mal verschwinden. Alles, was ich brauche, ist Ariel. Kann ich jetzt nämlich das hier hinten machen? Wo ist das Portal? Hä? Wieso? Soll ich... Ach so. Musst du hier vielleicht irgendwie verschwinden? Muss man dich besiegen? Damit du verschwindest. Ja. Brauchst du Hilfe? Ich zeige dir, wie es geht. Also muss man doch den Hai besiegen. Führung des Bösen. Ach, Hallöchen. Ich muss sagen, so könnt ihr nachts im Bett prima lesen. Mit den Guckerchen. Soll mich aber gerade nicht groß aufhalten damit. Oder sollte mich gerade mal nicht groß aufhalten damit. Gab es nämlich irgendwo eine Speicherhöhle. Da würde ich doch schon gerne gerade mal hin. Waren die? War die jetzt hier um die Ecke oder war die? Ach nein.
Zeit ist gekommen! Ich wollte vorher noch mal zum Safe Point hinlatschen. So, ihren Kessel müssen wir mit Blitz zerstören. Und dabei auf Ursula Acht geben. So, jetzt ist nämlich jetzt... Ach Mist, jetzt habe ich es, glaube ich, versäumt. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, eine Chance versäumt. Ja, jetzt kann ich natürlich die Typis wieder besiegen. Muss ich um den Kessel. Blitz zu versetzen. Die spawnen die ganze Zeit wieder, weil auf die Art und Weise können wir uns halt die MP-Punkte wieder besorgen. Also die werden ständig von Ursula wieder neu belebt. Oh, danke. Ariel. Das läuft gerade nicht besonders rosig, muss ich zugeben. Also das ging schon mal besser. Danke, wer auch immer das gewesen ist. Da oben ist er. War ganz gut Schaden. Das war mal sauber, Ariel. Komm schon. Ich habe ein recht gutes Team, muss ich sagen, Ariel. Flossenpeitsche macht ganz guten Schaden. Ah, der Kessel hat schon arg Schaden genommen. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich noch einmal mein Schild benutzt habe, aber ich denke mal, ich werde es noch benutzen.
Ja, yes, es hat sie voll erwischt. Das werdet ihr mir büßen. Sie haut ab. Gehen wir. Wir müssen direkt das zurückholen. Nixonflosse erlernt. Nix wählen. Ursula darf nicht entkommen. Denn jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier gab es auch mal einen Save Point unten an der Ecke. Ab hier hinten ist der. Ja, da ist der Safe Point, den ich gesucht habe. So, speichern wir mal ab. Übrigens, nach der Welt der Meerjungfrau wird das mal wieder ein Zwischenpart kommen, in dem ich den Pegasus Cup mache. Einfach um euch mal zu zeigen. So, Ursula, jetzt bist du fällig. Jetzt sind die natürlich auch herzlos unterwegs. Wir sind gerade das Ausgangsloch und da drüben. So. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Jämmerlichen Narren! Ich herrsche jetzt über die Meere! Das Meer und seine ganze Beute verbeugen sich vor meiner Macht! Wow, sie ist zum Titan geworden! Hier, nimm den Schlüssel in dein dickes Gesicht! Au, oh, wenn die zubeißt, macht die ganz schön Schaden. Und ich kann euch gleich sagen, mit diesem Boss ist nicht zu spaßen. Der sieht zwar gerade einfach aus, aber der hat's echt drauf. Weil ihr seht gerade, was für einen Schaden der verursacht. Deswegen Schutzschild. Ja, gleich lasst mich nicht mehr, Ursula. Mach du dich auf was gefasst, Ursula. Auf dein Ende! Ja, du schmeckst auch nicht gerade. So hässlich wie du bist. Auch nicht schöner als deine Schwester. Ja, Ursula hat eine böse Schwester. Die ist zwar dünn, aber auch nicht gerade schöner als sie. Ja, das wird dir auch nicht gefallen, Ursula. Ist fast K.O. Ich find's witzig, wie so ein kleiner Schlüssel
einen ganzen Superschurken verprügeln kann. Bam, das war's mit dir, Ursula. Vater, es tut mir so leid. Bitte seien Sie nicht böse mit ihr. Es ist meine Schuld. Du bist Ursula gefolgt. Weil ich nicht wollte, dass du dein Herzen futzt. Und als du den Kristall gefunden hast, habe ich ihn vor Wut zerstört. Aber warum hast du den Kristall zerstört? Er hatte die Macht, das Schlüsselloch zu offenbaren. Das Schlüsselloch ist gefährlich. Ich musste euch von ihm fernhalten. Vater, drehe Schlüssels. Ich habe eine Bitte, versiegle das Schlüsselloch. Mein Dreizack kann ebenfalls Schlüsselloch umbauen. Wirst du es tun? Natürlich, das hatten wir sowieso vor. Wo ist das Schlüsselloch, Vater? Das sollst du doch am besten wissen. Es ist in deinem Versteck. Wirklich? Gehen wir so. Okay, dann nichts wie hin. Alle Herzlosen weg. Wie auch sonst. Weil nämlich, ich glaube, weil Ursula tot ist, ist das böse Herz auch weg, was die Herzlosen anzieht. Also die Dunkelheit in deren Herzen zieht die Herzlosen ja an. Und weil sie jetzt tot ist, sind sie auch weg. Aber die spawnen später wieder neu, wenn wir die Welt neu betreten, warum auch immer. Erzähl mir, Sora. Deine Welt. Wie ist sie? Oh, das mit ich hab dich angelogen. Tut mir leid. Es ist okay. Aber wenn du zu anderen Welten reisen kannst, kann ich das vielleicht auch. Es gibt so viele Orte, die ich sehen will. Eines Tages. Ich werde einen Weg finden. Irgendwie. Ich bin mir sicher. Findest, tu mir den Gefallen und lass mich aus dem Spiel. Das ist typisch, Sebastian. Das ist meine Sammlung. Ich schenke es dir. Maritim, das ist ein weiteres Schlüsselschwert. So, wir werden diese Welt mal verlassen. Und gucken, was uns dann anzeigt. Also bis dahin gehen wir mal noch. So viel Zeit haben wir noch. Beziehungsweise eigentlich nicht mehr. Aber egal. Lasst uns einfach mal nur die Welt verlassen. Und dann sind wir auch schon fertig. Wir haben ja unser kleines Tritons Gemach Schlüsselschwert. Schlüsselloch. Passiert irgendwas? Nein. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Kingdom Hearts. Und... Klar.